Autoformat Tabellenvorlagen in LibreOffice 7.0. Autoformat Vorlagen anwenden, Beispiel Reiter. Wählen Sie im Menü Tabelle, Tabelle einfügen. In der Dialogbox Tabelle einfügen wählen Sie zunächst die Anzahl Spalten und Zeilen. Links in der Liste wählen Sie die gewünschte Formatvorlage aus. Nun klicken Sie auf Einfügen. Die Tabelle wurde nun an der Cursorposition eingefügt. Eine Autoformatvorlage neu definieren, Beispiel Kalk. Legen Sie in einem Tabellenblatt ein Muster an, einschließlich der Überschriften und Summen. Dies betrifft auch die Schriftart und Größe, die Ausrichtung, Umrandung und die Farben. Wenn Sie die Tabelle fertiggestellt haben, markieren Sie den gesamten Tabellenbereich. Nun wählen Sie Format Autoformat. In der Dialogbox Autoformat klicken Sie auf Hinzufügen. In der sich öffnenden Dialogbox Autoformat hinzufügen, geben Sie einen Namen, zum Beispiel Format 01, für das neue Format ein und klicken auf OK. Das neu angelegte Format, Format 01, wird nun in der Dialogbox Autoformat links mit dem Namen angezeigt. Sie können nun das Format 01 verwenden.